Hallo zusammen. Was man hier sieht, ist der e-tron mit 23 Kilometer Restreichweite. Ja, lässt sich auf der Autobahn immer noch ordentlich fahren und durchaus Beschleunigung ist auch noch mit drin. Aber hier ging es mir um was anderes. Beim Service habe ich ein Update des Batteriemanagementsystems bekommen. Und es gibt die Vermutung, dass mit diesem Update eine Veränderung der Ladekurve einhergeht. Und das ist ja eine der großen Stärken vom e-tron, diese Tableau-Kurve, nahezu egal, wann man das Auto an die Ladesäule hängt, man bekommt immer ordentlich Ladeleistung. Ich habe kurz davor die alte Ladekurve aufgenommen, die sieht man oben rechts klein und hier im Zentrum die aktuelle Ladekurve. Die alte war an einem Ionity-Lader, die neue ist an einem Fastnet. Am Ende des Videos kommen auch noch ein paar Tabellen, damit man es ein bisschen besser vergleichen kann. Das Video ist mit 20-facher Geschwindigkeit abgespielt, denn so schnell, wenn es gehen würde, das wäre natürlich fantastisch. Die Ladekurve ist ja eine der großen Stärken vom Audi e-tron, der ja, ich sage mal, nicht gerade ein Effizienzwunder ist, wobei ich trotzdem bei normaler Fahrweise doch 400 Kilometer Reichweite schaffe, aber das ist ein anderes Thema. Die Frage wird sein, wie stark kastriert Audi sein Top-Lademonster? Audi gibt ja in seinen Medien so ein paar Eckwerte vor. Können wir hier genau überprüfen, passt das oder passt das nicht? Also zum einen sagen sie, dass nach gut 30 Minuten 80% erreicht werden sollen. Und das zweite ist, dass nach 45 Minuten von 5 auf Vollladung durch sind. Also 80% haben wir jetzt hier erreicht. Das waren tatsächlich, ich glaube, 31 Minuten. Und 44 Minuten von 5 auf 100% sehen wir auch gleich noch. Also auch nach dem Batteriemanagement-Update bewegt sich der Audi immer noch komplett in der Spezifikation als Lademonster. Es ist also eher was Psychologisches. Guckt man sich die Kurven an, dann sieht man, dass eine kleine Spitze zwischen 70% und 80% im Prinzip weggekappt worden ist. Das hat am Ende eine Auswirkung von 3 Minuten auf dem gesamten Ladevorgang. Also der Audi ist weiterhin sehr schnell. Ein Lademonster eben. Es ist wohl alles eher eine emotionale Sache. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.